Herzlich willkommen in Ellis Garten. Ich bin Elli und heute geht es um das Thema Lavendel schneiden. Weil sich immer sehr, sehr viele Pflanzenfreunde so unsicher sind, ob sie ihren Lavendel schneiden sollen und wenn ja, wann und in welcher Form und wie tief. Und da gibt es also so unterschiedliche Meinungen darüber. Wie man sieht, ist hier ein Lavendel, der nicht geschnitten wurde. Also das muss man ganz klar sagen. Ich habe ihn nicht geschnitten, warum auch immer. Wohl im Herbst wohl irgendwie vergessen, im Frühjahr wohl auch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er nicht geschnitten. Und da sieht man, was dann passiert. Es sind hier verholzte Triebe. Er hat zwar neue Blütentriebe hervorgebracht, auch kleine Blüten sogar, aber es ist natürlich jetzt nicht das Äußere, was er verdient hat und wie es eigentlich sein sollte. Weil grundsätzlich schneidet man sein Lavendel, sollte man zweimal jährlich schneiden. Immer. Also zweimal jährlich, das sorgt für eine kompakte Wuchsform, es sorgt für schöne Blüten und für, auch sag ich mal, für ein Jungbleiben der Pflanze. Weil ja, wenn die so verholzt sind, dann ist es ja immer so, die wirken halt etwas sehr ältlich, nennen wir es mal höflich. Also zweimal jährlich und das erste Mal schon ganz zeitig im Frühjahr. Also wirklich so Ende Februar bis Mitte März erfolgt der erste Schnitt. Außer wenn es natürlich noch richtig, richtig kalt ist. Also wenn das noch da minus 20 Grad sind oder minus 10 Grad oder so, dann sollte man diesen Schnitt so ein bisschen nach hinten verschieben. Aber ansonsten wird das tatsächlich schon so zeitig im Frühjahr geschnitten. Und da werden sämtliche Blütentriebe des Vorjahrs entfernt. Also genau diese Dinger hier, die hätte ich, das sind ja Vorjahrestriebe, die hätte ich jetzt im Februar, März entfernen müssen. Und da kann man die auch wirklich so richtig tief abschneiden, bis nur noch so ganz kleine Stummelchen da stehen bleiben. So sollte man es machen. Es wird empfohlen, so einige, 2, 3, 4, 5, je nach Größe des Strauchs, Triebe etwas länger stehen zu lassen, weil sich dann die Pflanze noch ein bisschen schöner entwickeln kann. Das wird im Frühjahr gemacht. Und dann fängt ja der Lavendel irgendwann an auszutreiben, dann nach dem Schnitt irgendwann. Und dann bildet er seine Blüten. Und im Juli erfolgt der zweite Schnitt. Da werden dann so verblühte Blütentriebe entfernt. Das ist insofern ganz wichtig, weil dann die Pflanze ihre Kraft nicht in die Samenbildung steckt, sondern tatsächlich noch eine kleine zweite Blüte sogar hervorbringen kann. Das wird dann erledigt. Man kann die Triebe noch so ein bisschen einkürzen und so, wie man das ganz gerne hätte, so die Form, eine Form geben, wenn man das gerne haben möchte. Und das ist eine ganz simple Regel, die Ein-Drittel-Zwei-Drittel-Regel. Also ein Drittel der gesamten Schnitte erfolgen im Sommer und zwei Drittel erfolgen dann im folgenden Frühjahr. Und dieser Sommerschnitt, der sollte aller spätestens im August durchgeführt werden. Also wenn man es jetzt aus irgendwelchen Gründen im Juni, Juli nicht schafft zu schneiden, bis August geht es dann noch. Danach ist es nicht mehr ratsam, weil dann die Pflanze vielleicht dann tatsächlich von Frostschäden nehmen kann. Das klingt doof, weil im August denkt kein Mensch davon an, irgendwie, oh Gott, da kommt Winter und da kommt Frost. Es ist aber tatsächlich so. Der Frost wird irgendwann wahrscheinlich kommen und dann ist es eine zu starke Schwächung für diesen wunderschönen Lavendel. Und deswegen sollte man das wirklich aller spätestens dann im August durchführen. Ja. Und für den Fall, dass eine Pflanze jetzt so komplett verjüngt werden soll, also jetzt so wie das jetzt hier nun der Fall ist, dass wirklich so ein Verjüngungsschnitt da ist, den macht man dann auch im Sommer. Also auch Juni, Juli erfolgt dann dieser komplette Verjüngungsschnitt, den sie jetzt hier auch tatsächlich verdient hat, hier diese kleine, schöne Pflanze. Das wird dann im Sommer gemacht. Man sollte es natürlich möglichst auch jetzt nicht in der prallen Sonne machen. Das ist ja für so eine Pflanze dann auch nicht so ganz schön, also bei Regen auch nicht. Aber so ein Tag wie heute, so ein bedeckter, bewölkter Sommertag ist ideal dann zum Lavendelschneiden. Und wer sieht, das ist eigentlich überhaupt nicht schwierig. Also wenn man darüber so nachdenkt, ist es eigentlich so Pipifax, da so ein Lavendel zu schneiden. Und ja, ich hoffe, wenn ihr irgendwelche diesbezüglichen Probleme hattet, dass sie jetzt durch mein Video ausgeräumt wurden. Und ich hoffe noch mehr, dass euch das Video gefallen hat. Würde mich freuen, wenn ihr es liken würdet, meinen Kanal abonnieren würdet und beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dann!